Grüß Gott und herzlich willkommen bei TV Mürz an einem herrlichen Sommertag. Und wo könnte man da anders sein als in Neuberg an der Mürz bei der Deichanlage Urani? Wir blicken uns um im Restaurant und natürlich beim Badeteich. Am Fuße der Schneealm befindet sich die Teichanlage Urani. Die Teichanlage lädt zur Abkühlung an heißen Sommertagen ein. Wer's sportlich will, dem steht auch ein Beachvolleyballplatz zur Verfügung. Entspannen kann man beim Fischen. Neben den Sportmöglichkeiten, Spaß und Entspannung bietet das Restaurant täglich und ganztägig herzhafte Köstlichkeiten. Hochzeiten, Geburtstags- oder Betriebsfeierlichkeiten. Der Teichwirt Urani bietet Platz auch für große Gesellschaften bis zu 160 Personen. Für jeden Anlass die passende Räumlichkeit. Und sollte das Fest länger dauern, in einem der 16 Zimmer lässt es sich gemütlich ausschlafen. Die Teichanlage Urani ist schon längst kein Geheimtipp mehr. Der Countryabend am 24. August vielleicht schon. Es wäre eine gute Gelegenheit, den Teichwirt zu besuchen und mit den Dreamcatchern einen Line Dance aufs Parkett zu legen. Die Teichanlage Urani ist jedenfalls immer einen Besuch wert. Auch Hunde sind herzlich willkommen. Alle haben schon ganz gespannt auf das große Klangspektakel Mysteria gewartet. Im Rahmen des Bezirksmusikertreffens war es nun endlich soweit. Und eines sei verraten, das Warten auf den multimedialen Event hat sich gelohnt. Musik. 20 Musikkapellen aus den Musikbezirken Mürz-Zuschlag und Birkfeld sind mit einem Fackelsternmarsch auf den Mürz-Zuschlager Stadtplatz eingezogen. Alles andere als klassisch war dieses Bezirksmusikertreffen. Mysteria stand ganz im Zeichen eines großen Sohnes der Steiermark. Peter Rosecker ist eine wichtige Persönlichkeit. Überall taucht er auf, im Rosecker Park, in der Rosecker Straße, in der Heilandskirche, die Peter Rosecker ja bekanntlich auch organisiert hat. Ohne ihn würde es das heute nicht geben. Und diesem Peter Rosecker und seinem Gedanken und seinem Geist ist auch das heutige Event gewidmet, Mysteria. Der Name soll ein bisschen hindeuten auf das Mystische, auf Dinge, die Peter Rosecker uns vielleicht sagen wollte, zeitgemäß transponiert. Und es steht also die heutige Veranstaltung direkt in Bezug auf zum 170. Geburtstag von Peter Rosecker. Der mystische Name war Programm. Die Musiker, der Trachtenverband Mürztal, der MGV Mürzklang, eine Percussion-Gruppe, das Bezirksjugendorchester und Bodybuilder als Schlagwerker sorgten für ein riesen Klangspektakel. Angelehnt an Texte von Peter Rosecker, dessen 170. Geburtstag mit diesem Event gefeiert wurde, schuf Autor und Regisseur Otto Köhlmeier eine Inszenierung, die einerseits der Schöpfung der Natur, den Zauber der Elemente beschrieb, andererseits aber eindrucksvoll vor der drohenden Zerstörung dieser Schönheiten durch den Menschen warnte. Wir bezeichnen uns als die erste Welt. Aber wir gehen mit ihr um, als wäre sie das Letzte. Die Organisation und Gesamtleitung dieses Mega-Events lag in den Händen von Bezirksobmann Peter Puxbaum und den Obleuten der Böhler Werkskapelle und des Eisenbahner Musikvereins mit Zuschlag, Georg Götz, Franz Notnagel und Johann Grill. Ihnen ist es mit all den Mitwirkenden und Regisseur Köhlmeier gelungen, einen echten Impuls für weitere Veranstaltungen zu schaffen. Der österreichische Blasmusikverband, für den ich hin und wieder arbeiten darf, ist natürlich interessiert, wegzukommen von diesen typischen klassischen Bezirksmusikertreffen. Und ich denke, das kann ein Anreiz sein. Wobei man einfach sagen muss, wir haben sehr wenig Zeit gehabt. Ja? Also es waren wirklich nur 2 Monate Zeit, das Ganze zu erarbeiten. Das ist natürlich auch für die Musiker schwierig, in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit, relativ viele neue Stücke zu erproben. Und man kann vieles noch besser machen. Und eben der Anreiz wird sein, das nächste Mal noch besser zu machen. Eben wirklich ein Jahr Vorbereitung wäre das Tolle. Und ich bin überzeugt davon, das werden wir nächstes Jahr haben. Darauf wartet man mit großer Spannung. Denn mit Mysteria wurde bewiesen, dass Blasmusik bedeutend mehr ist als Marsch, Polka und Zeltfestatmosphäre.
Es tut sich was am Mürzer Stadtplatz. Auch die Grünen hatten kürzlich eine Veranstaltung. Denn ein Teil ihrer Arbeit war vor kurzem dem Thema der Zukunft des Essens gewidmet. Die Grünen kochten dazu Biogerichte am Stadtplatz auf. Anschließend stand ein Besuch des Bio-Bergbauernhofs der Familie Holzer, Vulgo Michelbauer, hier am Fuße der Schneealm am Programm. Lange als grüne Spinnerei belächelt, steht Bio heute für eine Lebensweise, die Tradition und Naturverbundenheit mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts verbindet. Bio ist gleichermaßen gut für jene, die anbauen und ernten, aber auch für die Konsumenten. Also ich schaue, dass ich möglichst alle Lebensmittel in Bio-Qualität einkaufe. Allerdings gelingt es auch nicht immer, weil es ist manchmal auch für mich schwierig im Alltag tatsächlich immer in den Bioladen zu kommen und manchmal muss man Kompromisse schließen, aber weitestgehend koche ich Bio. Die biologische Küche bietet zum einen gesunde Ernährung, zum anderen auch natürlichen Geschmack. Davon konnten sich die Besucher am Stadtplatz in Mürzzuschlag selber überzeugen. Heute gibt es ein gutes Gemüsekröstl mit Hühnerbrust und Kürbiskernöl-Pesto. Ist natürlich ganz Bio. Natürlich, sicher. Bei den Grünen gibt es nichts anderes wie Bio und regionale Produkte. Trotz modernster Technologie und bester Bildqualität, eines können auch die neuesten Fernsehgeräte nicht übermitteln, den Duft von frisch gekochten Speisen. Das ist der Duft des biologischen Gemüses, was hier am Bauernmarkt in Mürzzuschlag und in Graz gekauft wurde. Und dass wir hier, dass unsere Abgeordneten hier verkochen für die Bevölkerung, hier für die Menschen hier, um ihnen also das biologische Essen einfach näher zu bringen. Die Männer machen auch mit. Die Männer sind ja normalerweise nicht so oft in der Küche anzufinden, oder? Das würde ich so nicht sagen. Vor mittlerweile mehr als 2 Jahrzehnten habe ich studiert und habe mich durchwegs selber bekocht zu dieser Zeit. Beziehungsweise wir hatten auch Kochgemeinschaften, wo Mädchen und Burschen miteinander gekocht haben. Mein Sohn hat inzwischen auch schon studiert, hat sich auch immer selber bekocht. Und ich denke, wir haben immer gesund gelebt. Die Möglichkeiten, sich Bio zu ernähren, werden immer vielfältiger. In Städten gibt es zunehmend immer mehr Biogeschäfte. In den ländlichen Gegenden besteht hingegen die Möglichkeit, seine Produkte bei verschiedenen Bauernmärkten zu kaufen. Das ist natürlich der Vorteil, den man am Land hat. Ich lebe leider in der Stadt, da ist es dann schwieriger. Aber natürlich kann man sich auch selbst dort helfen. Ich habe zum Beispiel lange Zeit bei einem mobilen Bauern eingekauft, der mit einem Lieferwagen einfach gefahren ist und von mehreren Biolandwirten gemeinsam die Lebensmittel in die Stadt transportiert hat und so einen mobilen Bioladen gehabt hat. Und das war auch eine sehr gute Alternative für Städterinnen und Städter. Viele Jugendliche essen leider oft sehr ungesund und gerade hier müssen die Erwachsenen als Vorbild fungieren und mit gutem Beispiel vorangehen. Indem man auch sich zu Hause, auch wenn beide Personen arbeiten und wenig Zeit bleibt, sich doch die Zeit nimmt, um ein Familienleben zu führen. Und das Familienleben kann nicht nur bestehen aus Fernsehen und ins Kino gehen, sondern soll auch daraus bestehen, dass man gutes Essen kocht und sich gemeinsam an einen Tisch setzt und dieses dann genießt, in Ruhe genießt. Die Ruhe genießen, hieß es dann auch bei einem Besuch des Bio-Bergbauernhofes Holzer Vulgo Michelbauer. Der Michelbauer bietet den Erholungssuchenden ein umfangreiches Angebot am Fuße der Schneealm. Hier kann man etwa nach einer Wanderung in den hauseigenen Badesee springen oder falls das Wetter mal nicht so mitspielt, in einer der wunderschön eingerichteten Ferienwohnungen einfach entspannen. Für einen Betrieb dieser Größenordnung braucht man natürlich eine gehörige Portion Spaß an der Arbeit. Ja, ohne dem, dass Freude macht, würde man es nicht machen. Und wir sind glücklich, dass wir da bei unserem Michelbauernhof zu Hause sein dürfen. Und Sie haben ja einen starken Mann an Ihrer Seite, der Manfred. Manfred, eigentlich die Biobauern haben ja wirklich viel zu tun bei uns, Gott sei Dank, auf der anderen Seite, weil ja, ich glaube, Bio ist schon in. Ja, Bio ist in, schon seit langem. Also wir bewirtschaften unseren Hof seit 20 Jahren jetzt biologisch, haben das bis heute nicht bereut. Und die Qualität unserer Produkte und die Zufriedenheit der Konsumenten, die geben uns eigentlich recht und motivieren uns weiter, in diese Richtung zu arbeiten. Ja. Die Familie Holzer, Biobauern aus Überzeugung und Tradition. Sie wollen ihren landwirtschaftlichen Betrieb genauso naturverbunden weiter bewirtschaften, wie es bereits ihre Vorfahren getan haben. Daneben sind aber auch Waldwirtschaft und Tourismus weitere Standbeine.
diese Art von Vielfalt hilft auch den heimischen Betrieben. Und wenn man anschaut, wie viele Bauern zusterben müssen oder mussten in den letzten Jahren, wäre es gescheit, wenn man, glaube ich, die Stärken der Region fördert, die da sind, und nicht Spezialprogramme, wie wir das in anderen Gegenden der Steiermark sehen, wo dann immer noch mehr aufs Gleiche gesetzt wird, in der chemischen Produktion im Übrigen. Und am Schluss müssen sie aber erst irgendwann zusperren, weil mit den Großen in die EU kommen sie sowieso nicht mit. Dafür, die Kleineren können mit Bio überleben, hilft der Region, hilft den Konsumenten, und das ist, glaube ich, ein gutes volkswirtschaftliches Konzept. Bio bezeichnet heute nicht einfach nur Produkte, sondern beschreibt auch einen Lebensstil. Bio ist genießen und bedeutet gleichzeitig, sorgsam mit sich selbst, den Mitmenschen und der Umwelt umzugehen. Und dass es sich mit Bio gut leben lässt, das muss erfahren, gespürt und gelernt werden. Am 19. Juli findet am Sportplatz des SK Steuern in Kapellen ein Benefizfußballturnier zugunsten des Roten Kreuzes Bezirksstelle Mürzzuschlag statt. Um 15.30 Uhr gibt es ein Konzert des Trachtmusikvereines Kapellen. Ab 16 Uhr spielen folgende Mannschaften um den Turniersieg: die Raiffeisenbank Oberes Mürztal, eine Bezirksauswahl der Polizei, das Rote Kreuz, Bezirksstelle Mürzzuschlag, die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag, die Altherren des ESV Mürzzuschlag und die Altherrenspital am Semmering. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Beim Benefizfußballturnier am 19. Juli in Kapellen. Der Heimat- und Trachtenverein Tbernkogler feiert in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde bei einem Hoffest in Hönigsberg so richtig gefeiert. Obwohl die Spuren der letzten Unwetter am Hof der Familie Gstettner immer noch zu sehen sind, hat man die Bevölkerung zu einem Fest eingeladen. Bei Musik und toller Stimmung waren die Unwetter auch bald vergessen. Einige Kinder haben die immer noch sichtbaren Geröllhalden sogar als Spielplatz genutzt. Um ein Fest dieser Größenordnung auf die Beine stellen zu können, braucht es natürlich jede Menge Mitarbeiter. Ja, man muss sagen, es sind beim heutigen Fest, es sind über 60 Leute, die arbeiten. Allein das Küchenpersonal sind nur 5 Damen, die das ganze Essen kochen. Da werden über 100 Kilo Fleisch verarbeitet. Es ist alles aufgebaut mit Kühlschränke, dass nichts sein kann. Meine Oma mit 80 Jahren arbeitet damit, die Mutter, die Tante, es ist jeder unten mit dabei. Und ich sage, denen bei denen gebührt der meiste Dank. Weil ich sage, beim Ausschenken herum geht es einigermaßen ruhiger. Aber im Keller unten, das sieht man nicht. Im Hintergrund, das sieht man nicht. Und wenn ich solche Mitarbeiter nicht hätte, können die Ideen, was eigentlich fürs Fest geboren worden sind, nicht umsetzen. Dem Heimat- und Trachtenverein Tbernkogler zum 45-Jahr-Jubiläum zu gratulieren, hat sich natürlich auch der Mürzzuschlager Vizebürgermeister Manfred Juricek nicht nehmen lassen. Der Verein macht auch unheimlich viel für die Jugend, fürs Brauchtum. Ich halte es für sehr wichtig, dass das aufrechterhalten wird und auch immer wieder gezeigt wird und weitergegeben wird. Weil wenn wir Veranstaltungen in der Stadt haben, sind die Bernkogler wirklich immer bereit, was vorzuführen und was zu präsentieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte für unsere Region. Und darum gratuliere ich Ihnen auch recht herzlich zum Jubiläum. Auch dieses Jahr war das Motto des Hoffestes steirisch kocht und steirisch gessen. Und da durften selbstgemachte Schmankerl selbstverständlich nicht fehlen. Und was wäre eine Feier ohne Musik und Humor? Auch dafür war bestens gesorgt. Der Briefträger fährt runter mit dem Rad durch Mürzzuschlag und genau vor dem Polizisten hat es geschmissen. Hat der Polizist zum Briefträger gesagt, sind bei euch alle so deppert? Er hat gesagt, nein, nur mehr ich, weil die anderen sind schon bei der Polizei. Herr Karl, normalerweise immer umringt von schönen Frauen. Heute hast du bloß Musikkapellen mit. Als Weststeirer in der Obersteiermark, wie gefällt's dir? Ausgezeichnet und heute mal für mich fast in einer jungfräulichen Art, dass ich heute mal mit 13 gestandene Blasmusiker aus der Langenberger Gegend, also mit Werners Dorfmusik, gemeinsam habe dürfen einige lustige Stunden da in Hönigsberg verbringen. Gehen da die Frauen aber schon ein bisschen ab heute? Aber ich habe heute die Mürztaler Frauen gesehen, Hut ab, ich komme wieder. Während die Erwachsenen mit Schweinsbraten und Bäuschel den Hunger stillten, war den Kindern doch eher nach Süßem. Da kam das Grillen von Marshmallows gerade richtig. Deine werden immer so schwarz, was machst denn du da? Ich halte Zwinsfeier. Ja, du musst jetzt früher rausziehen, oder? Ja. Aber gegessen hast du es trotzdem, auch wenn sie schwarz sind, habe ich gesehen. Ja, dann sind sie besser. Dann sind sie besser, wenn sie schwarz sind? Ja. Auch die Werkskapelle Böhler gratulierte den Bernkoglern und das natürlich musikalisch.
Seit der Gründung des Heimat- und Trachtenvereins Bernkogler im Jahr 1968 durch Anton Auer hat sich die Mitgliederzahl mittlerweile auf über 600 gesteigert. Seit 2012 ist Thomas Gstetten Obmann des Vereins. Zu unserem 45-Jahre-Jubiläum haben wir gesagt, machen wir was Besonderes. Wir haben das Hoffest immer gehabt. Wir wollten keinen eigenen Festakt, was der Zelt und der Musik brauchst. Das war einfach zu viel. Wir haben gesagt, wir bleiben bodenständig, so wie wir auch sein. Und haben gesagt, mit dem Hoffest gemeinsam machen wir einen Festtag, kurz und bündig, mit den ganzen Ehrengästen. Und im Hintergrund, das Wichtigste, ist das Fest selber, mit der ganzen Jugend, mit dem Essen. Und jetzt im Anschluss nachher, wenn wir dann das Maibaumumschneiden machen, was wir zu einem wohltätigen Zweck versteigern werden. Und dieses Maibaumumschneiden wurde natürlich von allen Besuchern mit Spannung verfolgt. Eigentlich müsste nach überliefertem Brauch der Maibaum am 31. Mai umgeschnitten werden. In der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts hat sich dieser Termin aber auf den Sommer verschoben und wird vielerorts, so wie auch am Hof der Familie Gstettner Bayer, mit einem großen Fest begangen. Der alte Brauch, bei dem mutige Burschen auf den Maibaum geklettert sind und entweder eine Weinflasche oder Würste heruntergeholt haben, ist mittlerweile verloren gegangen. Auch das Herunterholen der Puppen, die der junge Mann danach seiner Liebsten überreicht hat, gehört der Vergangenheit an. Aber trotzdem, das Maibaumumschneiden hat weiter Tradition. Und mit Tradition kann auch der Heimat- und Trachtenverein Bernkogler in sein 46. Jahr starten. So, genug gefeiert und gearbeitet. Ich sage danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ich verabschiede mich in die Freizeit. Aber ob Kinderspielplatz oder doch auf die Terrasse, um etwas zu trinken, ich kann mich nicht so recht entscheiden. Okay, Entscheidung getroffen.